Ein bisschen Entspannungsmusik. Zum Glück gehen die Server wieder. Ja, die gehen. Ich bin gerade drauf. Ist auch drauf. Ja, ich meine, ich sag, zum Glück gehen die wieder. Ich habe schon damit gerechnet, dass das nicht funktioniert. Sag dem Motto, jetzt will ich fahren. Klick, Server aus. So. So. Ja, wollen wir mal gucken, ob es heute ein Fahrradtag ist oder nicht. Meine Mütze auf. Ja. Dann würde er rüber. Ja, die Kamera nach unten gestellt. Harald, moin. Wer ist das? Hallo. Hallo. Flausch ich hier. Ja, die Also diese erste Schikane, die ist echt zum Arbeiten. Abgewöhnen. Nee, zum Arbeiten muss ich richtig am Lenkrad drehen. Ja, das ist gut. Wir machen erstmal ein paar Runden schön langsam, okay? Alles gut. Schönen Moin, schönen Moin. Servus, pünktlich wieder da. Ich sag dir, du. Moin, moin. Was spielst du da? Rennen. Wir sind jetzt in den schnellen Rennautos, sind wir bei Assetto Corsa Competition. Wir haben jetzt eine neue Strecke gemacht, ich brauche mal so ein bisschen länger, bis ich die drinne habe. Und ich bin ja eh noch Anfängerfahrer. Also wirklich so Rennwagen-Simulation halt, ne? Wir fahren McLaren. Und wir versuchen jetzt mal ein bisschen Zeiten hinzukriegen hier. Scheiße. Ich darf nicht zum Chat gucken. Bleib moin. Guck mal, Fenty. Bin wieder da. Moin. Danke für den Resub auch im 44. Monat. Dankeschön. WRC. Also, ich habe mal Dirt gespielt. Aber ich bin jetzt wirklich wieder komplett neu drin, ne? Habe ich erstmal ein neues Lenkrad und so geholt. Kann ich geradeaus weiterfahren. Aber ich mache das immer so, ich mache einfach immer 2-3 Runden, dann gucke ich in den Chat. Weil sonst wäre das mit dem Fahren gar nichts hier, Alter. Chronic Moin. Da wäre meine Einstellung. Gut, dass ich deine Seite noch. Ich mache auf den Weg, alles klar. Mach. Alter. So, jetzt gucke ich auch wirklich auf die Straße. Ich glaube, ich bin hier irgendwie so mehr beim Rennwagen fahren. Ich habe jetzt Dreck an der Reiter. Aber ich muss einfach erstmal wieder reinkommen, ey, das ist krass. Ich brauche erstmal ein paar Runden.
Hallo. Hat einer Hallo gesagt? Ja, hallo. 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 Entweder ist das Spiel zu laut oder ist es gerade zu leise? Hier liegen Einzelteile. Ja, war ich aus Versehen. Brauchst du nicht von deinem Auto? Mann, gib mir das. Ah. Audi Gaming, läuft doch. 35 Streams, krass, danke. Tobi 15, danke. Was? Guck mal, Racing, moin. Jetzt will ich erstmal gucken, dass ich vielleicht erstmal eine Runde überhaupt hinkriege. Racing ist auch so ein ganz widerlicher Kerl. Der fährt auch so schnelle Autos. Deswegen, nach 13 Jahren weiß ich, warum er Racing heißt. Mann, scheiße, Alter. Okay, die Runde wird nix. Komm mal doch mit. Mal gucken, ob du schneller bist. Komm auch gleich mal dabei, ja. Danke. Mir ist alles recht. Ich muss nur schneller einparken können wie Pinky. Der Rest ist mir egal. Also ich sehe schon, heute ist das auch ganz Tigriner. Moin. Heute erstmal nur schaffen, eine Runde heil durchs Ziel zu kommen. Mann, fuck, Alter, die Runde schon mal nicht. Ich gehe zurück erstmal in die Garage. Mann, so eine Scheiße. Espolo, moin. Das Kartending habe ich wegen den Haaren, weil die doch ausziehen. Die ganzen Medikamente machen wir doch fertig. Diskutiere ich jetzt lieber über die Kappe als über die Krankheit. Und andersrum kann ich sie nicht aussetzen. Wie die andersrum aufsetzen, ist ja scheiße. Dann seht ihr das Gesicht nicht. Weil ich so tief sitze und die Kamera so hoch ist. Ich fahre jetzt wieder.
Braucht mal so ein bisschen länger, bis ich reinkomme. Was ist denn so dreckig da? Das war wirklich die erste Scheißkurve, ey. Da habe ich jetzt schon Angst, dass ich verkacke. Mann, geht mir die auf Eier, Alter. Nagelockentyp? Ich versuche ja Gas zu geben, aber diese Strecke liegt mir gar nicht, ne? Diese erste Schikane, die geht mir so auf Eier. Okay, das war so ein Tipp zu spät. Verdammte Axt. Ja, ich habe Bremspunkte, aber ich verfehle die meistens und dann weiß ich immer nicht, wie ich in die Kurve reinfahren soll. Das ist noch so mein größtes Manko. Deswegen will ich jetzt erstmal hinkriegen, dass ich erstmal eine saubere Runde schaffe, dass ich dann auch so einen kleinen Ansporn mehr Zeit habe irgendwie. Alter, ich kann schon wieder ausrasten. Aber ich liebe dieses Spiel, es ist toll. Aber ich kann ausrasten.
Falsches Fahrzeug. Du solltest einen Fan. Ja, gibt's ja leider nicht. Kevling, hi. Das wird. Ich brauche immer ein bisschen länger. Ich bin ja erst Neuling insofern. Also für mich, ich lerne das ja alles neu, ne? Ich muss unbedingt lernen, hier, der Tobi, der will mir das ja alles zeigen nächste Woche so ein bisschen. Wie man die Kurve richtig anfährt und alles. Ich meine, rein theoretisch weiß ich das, aber ich brauche halt auch einfach so ein bisschen, um es umzusetzen. Ich glaube, das liegt an meinem Alter. Ich vermute es. Aber dafür kann ich sorgmäßig gut einparken. Hä? Stefans, moin. Also Discord könnt ihr ruhig alle reinkommen. Und er heißt nur, dass ihr wisst, da streamt irgendjemand. Weil nicht, dass ihr so den Channel betretet, wie ich das manchmal mache. Das ist gegen die... Nein, das geht ganz anders. Was verstößt gegen die Etikette? Ich dachte, kann das Spiel mal einen Tick leiser machen, ne? Noch ein Tick leiser, ey. So. Aber ich glaube, es ist immer noch locker. Ich schmeiß mal an den Motor. Im Kiesbett? Nee, rückwärts. Mann, lass mich, ich kann gut fahren. Das klappt hier nur nicht so immer so ganz. So. Wir sind saubere Runden. Ich versuche das. Ich will erstmal eine vernünftige Runde kriegen. Ich brauche wirklich Konzentration. Das ist bei den Spielen leider so. Da kann ich euch mal nicht voll labern. Bestzeit von der Strecke gerade 151-222. Ich hab dein Internet gerade Ausfall. Oh. Da schreit das nächste Mal auf, wenn ich von der Bahn abkomme. Internetausfall, klick. Ja, deine Bestzeit ist gerade gleich weg. Ja? Ja. Der Oberfliesenmacker kommt hier. Ah, gut, egal. Ich bin einmal Erster, das reicht mir. Ich könnte ausrasten. Ich hasse diese Strecke. Ich hasse sie wirklich wie die Pest. Man kann sich gar nicht ausmalen, wie sehr ich diese Strecke hasse. Ich muss sagen, seitdem die Ansage letztes Mal, wo wir gefahren sind, gerade hier bei der ersten Kurve bei 150 Meter voll in die Eisen gehen, klappt die Kurve immer gut. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es ja auch, aber ich krieg's trotzdem nicht hin. Also bist du gerade hinter mir aus der Box rausgefahren und voll durch die Dings gerührt? Ja. Ich hab voll Styropor auf meinem Auto jetzt. Ach, weißt du was? Ich fahr einfach geradeaus weiter. Was soll's? Ich bin einfacher. Ach stimmt, warum fahre ich das denn wieder? Das habe ich doch gar nicht verstellt. Hast du recht. Hä? Ich werde ruhiger damit. Deswegen sah es so komisch aus. Das ist
Lambo. Ich finde das ganz schön zickig. Weg ist er. Schwein gehabt, Alter. Ach, Konik, war schön kurzzeitig, ne? Ja, ja, ja. Oh, da komme ich gar nicht mal ansatzweise hin. Mann, da rutsche ich aus dieser dämlichen Kurve raus, Alter. Diese schmutzige Kurve. Schmutz. Dieses Teil ist schon wieder auf der Straße gerade. Fahren wir mit Moin. Ich hab sauber gemacht eben. Okay. Also nicht gemischt. Krass. Geh mal weg, will die kleine schmierige Sau. Mann! Da
muss ich echt noch auf den Kasten kriegen, ey. Das ist ein schneller Trecker, ne? Denke ich auch. Bleifuß, moin. Sitzt ja nix. Da ist er wieder. Ja, Bleifuß, moin. Ah, Mann, Leute, diese Strecke wird anstrengend für mich, wirklich. Da war die andere aber leichter. Oh, wer weiß, wenn wir die auch 2000 Mal gefahren haben, ist die wahrscheinlich auch so. Vorschau ausmachen. Der kürzt ab hinter mir. Ist einfach geradeaus rübergefahren, habe ich das gesehen. Wer war da eben hinter mir? Ich glaube, es hackt. Das ist mein Trick. Ach, Handschuhe gegen. Ja, das weiß ich auch nicht. Kann ich mal versuchen, also gleich eine nicht Runde. Mit denen, ich habe gerade das Gefühl, mein Daumen weg. Das ist Monster. Und Monster geht mir richtig auf den Sack. Aber so richtig. Nordschleife, die große Runde wird mir auch auf den Sack gehen. Wo war sie? Moin. Ich will mal gucken, ich habe die Handschuhe jetzt gewaschen, ob die mir diesmal besser gefallen. Weiß ich auch nicht. Vom Grip her natürlich gut, aber ich habe halt irgendwie so, weißt du, das, als wenn mein Daumen einge. Ja. Also, ja, ich habe ein Problem. Ich habe keine Handschuhe in Händen. Keine passenden Handschuhe für mich. So, Leute, jetzt geht los mit Musterung. Wer ist der Nächste? Kommt ruhig rein. Chefarzt Dr. Ingi guckt sich das mal an. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich guck mal. Formel 1 ist meine Lieblingsstrecke. Okay, ja, Formel 1 habe ich auch schon Jahre nicht mehr geguckt. Also bin ich. Das ist irgendwie kurz langweilig. Reinpinken, da passen sie besser. Handschuhe. Hast du denn gar keine Ahnung, sag mal? Das haben die Jungs früher in den Dings auch schon so gemacht. Aber das war. Du hast zu viel Manta Manta geguckt, Junge. Ja, hallo, Martin. Sehen wir was Neues. Hallo, Martin. Ich kann den mitsprechen, weißt du? Keine Ahnung, wie oft ich diesen Film gesehen habe. So, Leute. Ich fahre mal ein bisschen, dann gucke ich einmal in den Chat halt, ne? Wo sind meine Pedale hin? Achso, ich bremse statt Gas geben. Das erklärt so einiges. So. Ja, das könnte tatsächlich einiges erklären. So, jetzt nehme ich mal meine medizinischen Handschuhe hier. Bitte mal husten. Dann üben wir bis zur Vergasung. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Da kämmt die Wüste. Ja, genau. Hier fliege ich auch manchmal, obwohl es gar nicht LS ist. Muss unbedingt das üben, in eine Kurve reinzufahren, richtig, ey. Mann! Schmutz! Winkel, das ist deine Ausgabe. Klausi. Moin. Geil. Guck, eine Frage. Bist du der Echte? Mein Lenkrad steht zwar leicht schief, aber ich versuche einfach mal eine schnelle Runde.
Guck mal, sie hat richtig gut genommen. Danke für den Sub. Rockside Ward, Dankeschön. Ich kann, ich habe gerade schnelle Runde. Ich guck gleich hin nach der Runde im Chat. Wenn das so bleibt, guck mal. Das ist richtig gut, bin ich da rumgekommen. Was das ausmacht. Jetzt halte ich an und gehe in die Dings zurück, weil jetzt mein Lenkrad schief. Aber das war, guck mal, das war meine Rekordrunde. So schnell war ich nie. Poh, pack mir an den Hoden. Wo? Schön. Schön. Toll, Martin. Ja, Martin ist das. Das ist mal geil, dass Martin mal mitfährt. Kuh, Motor fest. Nein, fahr hier. Fahr das hier. Üben gilt. Dankeschön für deinen Resub im 66. Monat. Vielen lieben Dank dir. Und moin, moin. Ah, oh, das war mal die... Habt ihr gesehen, was das ausmacht? Diese erste Schikane, wenn man die perfekt fahren kann. Also das war jetzt vielleicht nicht perfekt, aber für mich war es richtig perfekt. Reiner Hai. Was das ausmacht, was du da an Zeit, das kriegst du in den ganzen, auf der ganzen Strecke kriegst du das nicht wieder rein, ne? Wahnsinn. Jetzt kann ich mich eigentlich schon zurücklehnen und sagen, oh, ich hab's für heute geschafft. Schneller werde ich nicht. Ihr könnt mich mal, ich mach aus. Wir spielen jetzt was anderes. Warum soll man den guten Moment kaputt machen? Oh, man hört immer dann auf, wenn es am schönsten ist. Und gerade ist am schönsten. So schön war es schon lange nicht mehr. Nein, wir fahren natürlich weiter. Wenn es dann noch ein gutes Pferd springt, nicht höher als es muss. Echt? Ich muss üben, ich muss wirklich üben. Ich muss das mit diesen Kurven auf Reihe kriegen. Sonst Snow, der reißt mir nächste Woche sonst die Eier ab. Die scheiß Bremspunkte, das ist immer so das Problem noch, ne? Ja. Oh, ich hab abgesoffen. Scheiße. Das Problem ist, ich jag hier gar nicht so schnell irgendjemanden, weil ich bin immer der Langsamste. Gar nicht wahr. Aber ich hab einen Knopf mit Lichthupe. Sind nur 300, die wir nicht mal eine Zeit haben. Das Problem ist, wenn sie eine Zeit haben. Och, aber für mich ist die Strecke auch wirklich, ich muss sagen, die ist für mich echt anspruchsvoll. Die finde ich richtig nervig. Ah, Max, du hast Ingo. Was denn? Bei dir sind immer die ersten Schikanen. Ja, die schikanieren mich. Ja, die erste war immer bei der letzten Map so und jetzt hier auch. Ah ja, stimmt. Aber die letzte hatte ich dann schon irgendwann drauf. Oh, Ingi Kanz, wechseln wir schnell die Map. Hat Sven Angst, dass ich ihn einhole? Hallo Bernie, ich fahr gerade. Benni, setz dich hin und schneid dich an hier neben mir. Da geht jetzt los. Jetzt holen wir Rekorde. Moin. Ich kann noch mal nicht so lesen. Hello. Herr Ratter, moin. Safety Car will ich auffahren.
jetzt kommen wir in eine schnelle Runde, hoffe ich. Oder also entweder fahre ich jetzt geradeaus einfach durch die Schikane durch oder ich krieg's. Das war scheiße, ich habe zu früh gebremst, viel zu früh. Ich bin wieder unkonzentriert. Nein, wie gemacht. Man hört, man weiß genau, wenn Olaf arbeitet, Alter. Mann, so ein Scheiß, Alter. So eine Kacke. Also hier, ich frage, ich habe keine Bassrolle im Auto. Das ist Olaf, wenn der lenkt. Der ist hart am Wühlen. Ich habe mein Mikro schon komplett vom Wand gedreht, Mann. Das wäre tatsächlich eine alte Bassrolle im Kofferraum. Entschuldigung. Ich habe aber keinen Ausschlag im Discord. Wundert mich an. Sonst hätte er eine Creme drauf machen können. Ich wusste, dass irgendwo mal jemand herkommt. Wenn du den Discord nicht hast, guck doch mal an deinen Hintern. So eine Scheiße! Mann! Zu schnell rein da. So muss das laufen, nur schneller. Thank you.
Ich will da nicht drüber reden. Ja, moin. Es ist sehr anstrengend. Ich glaube, ich transpiriere etwas. Man könnte meinen, er ist mit Pinky am Reden. Was? Wer ist erst mit Pinky am Reden? Das wird das ganz anders klingen. Aber dann müsste ich hier den Ton muten. Nervt es, hi. Ist das schon mal gut? Unter 5 Minuten, ja. Das, ja. Wenn man das so sehen will, ist das gar nicht schlecht. Ich bin ja wirklich noch so auf dem Level, dass ich froh bin, ins Ziel zu kommen. Ja, guck mal, der macht 3 Streams in Folge, krass. Danny, was ist los? Warum verschwendest du deine Zeit so? Vorderräder brauchen weniger. Was? Wieso? Warum? Quer über den Acker. Aber manchmal, wenn das. Also, manche Runden hast du Scheiße am Schuh, ne? Dann kannst du auch echt nichts machen. Dann kannst du wirklich nichts machen. Ah, nein. War 27 nicht gut? PSI heiß? So 26,5 bis 27, wie war das? Ich kann ja immer ein bisschen runternehmen. Und dann nicht auch ein bisschen runter. Ist ja eh noch alles eigens. Ich habe keine besonderen Einstellungen. So. Also wenn du die Curbs da zu hart nimmst, in die Dinger, in die Schikanen, das ist übel. Das reißt dir gleich den Arsch weg, ey. 26, ah, alles klar. Nexus, you're right. Thank you. So, Benny, kannst reinkommen ins Zimmer? Untersuchung kann anfangen. Ich ziehe mir mal eben die Handschuhe an. Moin. Keine Angst, Schwester Ingi ist da. Moin. Hello. Moin. Leute, ihr könnt ja auch einfach ein bisschen langsamer fahren, dass ich nicht ganz so scheiße aussehe. Was haltet ihr da denn von? Nix. Mein ja nur. Du kannst dich ja auch einfach mal anstrengen. Ich streng mich an wie noch ein bisschen mehr und ich lege ein Ei. Ich bin in so einem Alter, da geht wirklich nicht mehr. Ich gebe hier alles, was ich kann. Mir fallen schon die Haare aus. Ach, deswegen die Mütze. Ja. Brauch was für mich? Hallo, willst du mich verarschen, sag mal? Rambo, moin. Setz dich rein in die scheiß Autokarre und komm hierher. Wo auf dem Rücken? Ach, nee, die auf dem... weiß ja, was oben weniger wird, wird unten mehr. Und irgendwann käme ich die von Arsch hoch über den Rücken auf den Kopf. So, können wir uns jetzt wieder aufs Fahren konzentrieren? Sonst ist wirklich gleich noch Untersuchung hiermit. Freundchen. Und die sind gummiert. Wollte ich nur gesagt haben. Du bist gut in Fahrt gekommen. Ich werde in nächster Zeit nicht mit dir mithalten können. Vor allem, wenn du Moser... Nervt es? Es ist so. But you can try it. Next time I will drive in a Fendt or a Fast Truck. Lege 3 Eier in einer Runde. Ja, so fährst du auch. Aber hast du mal geguckt, wo du stehst und wo ich stehe? Alter. Oh nein, ey. Ja. Also nochmal, wer mitfahren will, ne? Der Server ist frei für alle. Aber ihr müsst auch, sind Anfänger drauf. Also so wie ich. Da kann auch mal passieren, dass ihr mal irgendwo überholt werdet, wo man normalerweise nicht überholt wird. Ein Ei zu... Jaha! Ich lege ja ein Ei zu. Ich stress mich nicht. Warum jucken jetzt der Zinken, wo ich losfahren will? Rambo, ey. Wir haben hier ein professionelles Rennteam. Hätte ich was gesagt. Server mit Kanix. Spiel holen, mitfahren. Thank you.
Mann, Alter, ey, ich fahr da rum, ey. Würde ich so die Bananen poolen, würde ich nie was zu essen kriegen. Da ist Ingi hinter mir. Dann warten wir ab, Freundchen. Ah ne, dauert noch ein bisschen. Hat er sich so gefreut, dass er einen Buddy vor sich hat, dass er wieder ihn abschießen kann? Ich bin noch nicht ganz so weit weg, Freundchen. Ich bin ja noch in meiner Aufwand. Luis, moin. Ich auch. Ich seh lieber zu, dass du Gas gibst. Ich mach gleich richtig schnell. Egal, was du fährst, Olaf, ne? Ich würde mir auf jeden Fall eine neue Lenkung einbauen lassen. Ich hab... Lass deine Aggression ruhig raus. Nee, mich nervt, dass das überträgt. Entschuldigung, ich stream halt gerne. Kille, kille, kille. Kille, kille, kille. Gutzi, gutzi, gutzi. Wo ist denn der kleine Olaf? Ich brauche eine halbe Stunde, Ingo. Da machen wir die Untersuchung bei dir. Das kann ich auch nicht angehen, ja. Jetzt ist die Frage, hört man mich noch? Noch ja, ja. Red ich noch leiser. Hahaha, ha, ha, witzig. Mann, fahr doch einfach. Ich habe nur die Empfindlichkeit im Discord gerade noch ein bisschen höher. Alles gut, Olaf, einfach fahren. Du verkackte Pimmelkarre, Alter. Warum bremst der denn nicht richtig? Der hat eine Ausdrucksweise. Leute. Mann, das geht mir manchmal aber auch richtig auf den Sack, dass ich nicht in der Lage bin, rechtzeitig zu bremsen. Das geht zu schnell. Ach, weißt du was? Scheiße. Hm? Mann! Ich muss mich dabei konzentrieren. Siehst du, wie schnell die Schilder vorbeifahren? Ich kann gar nicht so schnell gucken, wie ich Gas geben soll. Wie wär's mit Moin? Hi. Gelbe Flagge? Ich weiß nicht, was du meinst. Stabmelbände strengen. Ja, danke! Sag dir Moin. Mütze macht den Wind schnittig. Ja, ist so. Rigo, boah, ich bin eine Sekunde schneller als die Linie vorbeigekullert. Wo? Bei dir krieg ich noch eine Eier. Schon wieder. Sag dir dafür, was ihr, Dankeschön. Rigo, moin. Ja, ich kann nicht. Kann ich drücken mit den Handschuhen.
Brille müsste ich auch aufsetzen, ja. Aber ich mache das nach Gefühl. Habt ihr schon mal gesehen, wie die Jedi das machen? Die machen das mit der Macht. Die fühlen das einfach. Da komme ich auch hin. Was ist nur mit den Bremspunkten, Julian? Das geht mir auf den Sack. Das kriege ich irgendwie nicht geschissen. Oder ich fahre nicht richtig in die Kurve. Ach, weiß der Geier. Irgendwas dazwischen. Irgendwo dazwischen ist das Problem. Flori, moin, hi. Hello. Hallo? Hallo. Hallo. Aber man muss ja auch sich verbessern können. Das macht das Spiel auch keinen Spaß. Aus. Mann, scheiße, Alter. Warte, moin.
Oh, ich brauche gleich irgendwas, wo ich reinschlafen kann am besten. Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Oh, Neft ist. Bin doch am Straßenrand? Nein, ich hab verkackt. Dann kann ich gleich von vorne anfangen. Nö. Bestimmt halt Martin. Ja, echt, Martin, du hast eh kein eigenes Feld bei Benny auf der Karte. So. So, ja, jetzt geht's besser. Jetzt kann ich weitermachen. Mann, nein. Ja, die Handschuhe nerven mich. Also, die sind nicht gut. Ich brauche andere auf jeden Fall. Das ist scheiße, ist das. Die stören mich beim Fahren. Komm runter mit den Kabelhandschuhen. Mein Gott, ey. Also, ist aber diese erste Schikane. Da tue ich mich so schwer mit, Alter. Reifen. Ja, was denn? Breitere oder was? Nein, das machen wir schon. Ich muss das üben. Ich brauche halt einfach ein bisschen länger. Das Nürburgring hat auch geklappt. Das dauert nur. Ab so einem gewissen Alter kann man sich auch ein paar Runden mehr Zeit lassen. Breite Reifen, Terra, die müssen sich richtig in den Asphalt reingreifen. Wenn ich Gas gebe, muss er die Kontinentalplatten wegdrücken. Alter, ich krieg Schwitzattacken.
Neue schnellste Runde, geil. Bremst da zu früh. Da kann ich später bremsen zum Beispiel. ADAC, ich häng fest. Mann. War die ganze Zeit hinter dir. Musst du einfach mich komplett anders bremsen. Bin links fast an dir vorbeigeschossen. Nicht rammen. Nee, deswegen ja. Aber die Runde verkackt. Das heißt, wenn der Server voll ist, dann wird es natürlich schwierig für manch einen, die schnellen Zeiten zu fahren. Ah, Schwitzattacken, Wechseljahre, ich glaube, die kommen auch, ey. Bei uns mitfahren ist ganz einfach. Einfach Spaß haben. Das geht am besten, wenn du dann. Also, wir lassen das alles über Sven seinen Server laufen. Das mache ich mit CanixTV zusammen. Dann Discord, Regeln bestätigen. Dann einfach die Rolle Racing unten, das Rennauto drücken. Und dann, herzlich willkommen. Es gibt zwei Sprachchannels, wenn du mit rein willst. Einer ist, wo wir gerade drin sind, on air. Das heißt dann, das könnte sein, dass jemand streamt. Und darunter die normalen halt, wenn man nicht streamt oder ohne sein möchte. Und hier geht's wirklich einfach um Spaß, ne? Was nochmal draus wird mit Rennfahren und sowas alles, na, weiß ich noch nicht. Aber könnte sein, dass da was passiert. Nächstes Jahr 24 Stunden Nordschleife, kein Problem. Haha, da sind wir alle dran. Wir warten eigentlich nur alle, dass ich fit bin. Das macht schon echt Spaß, ey. Sieht geil aus, fährt sich geil, spielt sich geil, affengeil. Auch wenn ich viel Fluch raus, macht Spaß. Man muss ja auch so einen Ansporn haben. Ja, gerade mit den ganzen Leuten macht es wirklich sehr viel Spaß. Achso, Werbung zum richtigen Zeitpunkt. Da ist der Link zu CanixTV, sein Discord. Da Regeln bestätigen. Den Haken unten setzen hier bei Autorennen oder Trecker für LS und LKW für ATS. Dann siehst du das alles in den Racing-Bereich, findest du dann den Server und das Passwort dafür. Bitte nicht weitergeben und dann halt, ja, kannst du gerne in den Sprachchannel reinkommen. Gibt zwei Stück, einmal ohne Stream und einmal on-air, heißt irgendjemand streamt da drin. Einfach um die Etikette zu wahren, ne? Sag ich immer so, aber eigentlich glaube ich, schimpfe hier am meisten. Außer Sven, der hat ganz laut das große F-Wort gerufen. Aus nichts. Enter? Ja, da habe ich mich so verjagt, da musste ich erstmal auf Klo danach. Der Stift hat gemalt. Aber wenn alles ruhig ist und auf einmal brüllt einer aus nichts, so richtig laut. Alter. Junge. Da hat sich das aber hier das Steak von letzten Tag gemeldet. Ich will jetzt raus. Ich habe Angst. Da dachte ich, gerne. Also herzlich willkommen, wir werden Spaß haben. Wir fahren hier einfach und jagen nur uns um die Zeit. Hier sind Anfänger drauf, hier sind alte Hasen drauf. Also da nicht böse sein, wenn mal was passiert, wie bei mir. Ich rutsche gerne mal irgendwo rein. Ja, dann werden wir mal gucken, ne, was wir so machen. So mit Rennen und so. Das sieht fett aus, oder? Und es macht echt Spaß mit den Jungs, Leute, sag ich euch. Wirklich cool, Mann. War die beste Idee von mir und kann nichts. Geh weg jetzt da. Das bremst ja schon wieder.
Nee, der ist schon wieder vor mir. Das gibt's nicht. Kannst du mal deinen Moser verkaufen? Nee. Meins glüht schon wieder. Doch. Ah, ich habe noch keinen Muskelkater. Ich bin ein bisschen stolz. Ich rufe natürlich, wenn sie einen Moser holt, spielt das Spiel und dann heißt es auf mal: Scheiße, mein linker Arm, ich habe Muskelkater. Wieso nur am linken? Hat kurz gedauert. Das sind Fragen, die dann kommen. Ich muss erst jetzt üben, ey. Immer fahren. Das sieht geil aus, ne? Das Spiel ist so richtig geil, hat mich so abgeholt. Und ich, wenn ich das lerne, in die Kurven reinzugehen, das hilft mir auch bei LS, ne? Dann weiß ich in LS ja auch genau, wie ich die Ackereinfahrt nehmen muss. Ohne rüber zu rutschen. So verkehrt an. Es ist eine Ackereinfahrt. Wenn ich das öfter gefahren bin, dann geht das eigentlich. Aber diese erste, warum baut man so eine Kurve ein? Guck mal, da gebe ich Lichthupe, weil irgendeiner stand da an der Straße. Ich weiß da nicht, verstanden da? War das Martin? Ja. Ich wollte euch vorbeilassen. Ja, ich bin ja auch so flink. Warum willst du mich vorbeilassen? Nettigkeit und so. Hier, der kürzt ab, der Chronik. Der ist einfach gerade rübergefahren. Wo? Das war, glaube ich, da, wo. Ja, da möchte ich nicht reinfahren, deswegen. Ich war schon eine Kurve weiter. Die Ausrede zählt aber nicht, Freundchen. Ja, da bin ich ja voll hinten reingenascht. Mhm. Ich hab zu spät gebremst. Ja, weiter geht's. Das macht Spaß. Das ist gerade ein Angebot, ne? Insta, glaube ich. Instant Gaming. Also macht wirklich Spaß. Und jeder kann einfach mitfahren. Ich glaube, letztes Mal waren wir irgendwie 17 Leute auf dem Server schon. 24 geht. Danach vergrößere ich den Server. Achtung, ich komme jetzt auf Rennstrecke. Oh, Alter, wer war das denn? Oh, scheiße, ich fahr gerade aus, weiter, okay. Hallo, hat es Angst? Warst du das, oder was? Kommst du gerade raus? Wen schießt du denn vor dir her? Ein Egerman. Was ist hier los? Wir fahren Rennen. Moin, Kevin. Ich bin unter die Rennenfahrer gegangen. Irgendeiner hat mir ein Spiel gezeigt und dachte ich, oh geil, da muss ich mitmachen. Zack, Lenkrad kaufen, dies kaufen, das kaufen. Kann man mal ganz schnell 2000 Euro investieren. Das geht schnell. Ich hoffe, wenn ihr mich nicht vorbeigelassen hat, glaubt, ich bin schneller. Das ist wieder Kacke genommen. Jetzt könnte ich mich schon wieder richtig ärgern.
Ärger dich ruhig. Benni, Alter. Wünschte ich mir, du würdest neben mir sitzen. Mann, hätten wir beide einen Spaß hier. Da jetzt er. Muss nur die erste Schikane hinkriegen, der Rest ist Pibi. Ha, guck! Das ging auch noch, aber kann ich ein bisschen später reinbremsen. Wieder persönlich die schnellste Runde. Es wird langsam. Das steht und fällt mit der ersten Schikane. Jetzt kann ich sie. Jetzt haben wir es auf Farmstatus. Ha! Easy! Das Spiel macht aber auch echt Fun, muss ich sagen. Das ist wirklich, wirklich gut. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal Mario Kart sowas spiele. Das ging jetzt eigentlich auch, das war auch nicht schlecht. NATO 2, Olaf? Eine 1,50er Zeit geworden, aber nein, muss ihn ja wegschmeißen. Sonst schade aber auch. Was heißt 1,50er Zeit? Habe ich ein schnell langsames Auto wie oder was? Mann, scheiße, ey, ehrlich. Richtiger Fan, moin!
Deswegen ist der schneller. Der fährt einfach geradeaus rüber. Scheiße, da war ich zu spät. Mann, so manchmal, also könnte ich möchte ja auch nicht so viele Schimpfwörter immer benutzen, aber es liegt mir so auf der Zunge. Es liegt mir so hart auf der Zunge. Nürburgring mochte ich lieber. Also die hier, die muss ich wirklich üben. Aber ich bin auch völliger Anfänger. Burger Moin. An die 1,50er Zeiten ansatzweise ran. Ich zerleg die Kiste vorher immer. Du spielst das auch? Kommt auf den Server. Ich brauche Leute, die langsamer sind wie ich. Gibt's die? Wir sind im Bild hinter dir. Ja? Bist du nicht der, der mich überholt hat und geradeaus weitergefahren ist? Das sieht echt hübsch aus, ne? Ist wirklich, muss ich sagen, toll. Ja, also ich habe jahrelang kein Rennenfahren gespielt, aber es hat mich so abgeholt. Ich habe das nur mal kurz angespielt und dann zack, gleich ein neues Lenkrad geholt. Ein GT-Lenkrad noch dazu, Handschuhe. Ja, man muss ja auch gleich richtig loslegen, ne? Bin stehen geblieben und dann, achso. Ja, ich hab mir gedacht. Ich habe gesehen, wie schnell du rangekommen bist. Deswegen hab ich dich ja vorbeigelassen. Aber stimmt das mit meinem Auto nicht? Das ist, glaube ich, langsamer. Fahr ich in der falschen Klasse? Habt ihr alle 100 PS mehr oder was? Timo, du erzählst auch einen Quatsch. Der muss doch fragen. Echt? Oh Mann. Wie das nachher heißt, haha, wir haben die verarscht alle. Das kommt doch eh. Ich merke das ja selber, was das ausmacht, wenn du die Schikane richtig nimmst. Und ich habe mit der Bremswege, das ist manchmal, ich glaube, bei vielen bremse ich auch viel zu früh. Aber ich kriege den Punkt nicht hin, dass ich voll in eine Eisen gehe und dann denke ich bin zu schnell und gehe nicht von der Bremse, obwohl ich wahrscheinlich von der Bremse gehen müsste, um dann richtig in die Kurve reinzugehen. Ja, und das habe ich noch nicht raus. Wenn du merkst, dass du eigentlich zu schnell bist und nicht lenken kannst, dann sobald du lenken musst, musst du die Bremse lösen, ansonsten kannst du nicht lenken. Dann kannst du nochmal Glück haben, dass du die Kurve dann nochmal kriegst. Vielleicht nochmal runterschalten dabei oder so, ne? Genau. Aber das ist, also hier tue ich mich echt schwer. Also das habe ich, glaube ich, Nürburgring irgendwie schneller drauf gehabt. Ja, das ist halt auch, ja, eine andere Strecke. Die ist nicht so pipifax zu fahren, gerade wegen der ersten Schikane, weil du da ja nun mal von Vollgas rund komplett runterbremsen musst. Ja, na gut, ich muss das nur irgendwann mal lernen, wie man in den Kurven und so richtig reinfährt, dann geht das, glaube ich. Weil letztendlich, ich glaube, irgendwie, die ist vielleicht doch von der Einfachheit her, weil du nicht viel merken musst eigentlich, ne? Das ist richtig, aber für den Anfang ist die schon so nicht ganz so schlecht, wenn man da eine gewisse Hilfe bei hat. Ja. Also ich habe mich zu Anfang an immer an diesen schwarzen Markierungen auf der Straße orientiert. Dann weiß man von wem, ja, wo man ungefähr fahren muss. Donka, danke für dein Follow. Dankeschön. Moin, moin. Und ich sag mal, der Rest kommt von ganz alleine, ne? Ja, ich merke, dass ich muss halt üben, ne? Wenn ich überlege, den ersten Tag, wo ich gefahren bin, ey, danach, nachdem ich war richtig fertig, ne? Ich sag, Sven, kannst du noch nicht? Ich kann auch nicht mehr, ich bin völlig fertig. Ja. Aber sonst geht ganz gut. Will ja nicht klagen. Cool. Das ist so cool. Ich glaube, zwischendurch fahre ich immer noch mal ein anderes Auto, um mich dann wieder zu freuen, dass ich wieder meinen McLaren rein kann. Dann merke ich erst, wie gut der doch ist für mich. Na gut, da weiß ich nicht, ob das die richtige Strategie ist, aber wenn du damit zurechtkommst, ist es. Nee, das ist einfach eine Abwechslung. Ich fahre dann ja meistens nur 2-3 Runden. Einfach noch mal, weiß ich nicht. Das ist wie eine Pause, ne? Als würde ich jetzt 10 Minuten Pause machen. Ja, gut, ja. Dann fahre ich lieber einfach mal ein anderes Auto und gehe dann immer wieder zurück auf den McLaren, bei dem werde ich bleiben.
Ja, ist doch gut. So hat jeder sein Auto halt. Ja. Aber schon echt Spaß, muss ich sagen. Das ist echt toll. Ja, ich finde auch cool, dass hier wieder so viele Leute sind. Ja. Ich denke mal, da ist das auch ganz gut durch die Streams und so, ne? Wenn wir das immer kommunizieren. Also ich weiß ja gar nicht, streamt da, es fährt noch jemand mit, der streamt. Und bis jetzt weiß ich, glaube ich, nur Sven und meine Wenigkeit, ne? Also ich glaube, so wie Flauschi oder Agrario, ich weiß nicht, ob die das streamen. Ja. Panda, weiß ich auch nicht, ob der das irgendwann mal streamen möchte. Italo, weiß ich auch nicht. Sonntag. Morgen ist Sonntag. Morgen früh, Martin, ab 6 Uhr. Macht er Rennen, bis 8 Uhr, bis er heiß ist. Und dann wechselt er in LS. Wow. Das sind wieder so Stream-Ankündigungen, wo ich nichts davon weiß. Erstmal warm machen, ein bisschen bei ACC. Wenn die Leute aufstehen, so jetzt können wir LS machen. Ja, aber Martin, du weißt doch, das sind immer die schönsten Stream-Ankündigungen, oder? Ja. Nee. Ja oder nie? Ja, nee. Was denn jetzt? Warum nicht? Wie jetzt? Wer? Ich weiß auch nicht so genau. Das ist nicht gut. Vielleicht hören wir auch die falsche Musik. Vielleicht müssen wir die Musik wechseln, dass wir ein bisschen mehr Anreiz kriegen hier. Was haben wir denn da? Siehste, dann hier spielen wir nochmal Power Carbondale, Helge Olo gehen. Ach du Scheiße. Oder am besten so richtig zum Ab. Kleiner Hai. Gas, Gas. Kleiner Martin, Gas, Gas. Ja. Panda Maria. Ja. Oh nein. Ich kann ja mal da reingehen und gucken. Gehen wir so ein bisschen da so rein. War ja auch schon lange nicht mehr gehört. Wenn ihr im Discord seid und ich vor euch fahre, könnt ihr euch sagen, fahr beiseite, ne? Manchmal sehe ich euch so spät. Ihr kommt nur so schnell. Ich bremse auch für Schnellfahrer. Beiseite, Made! Wenn du kommst, Freundchen, für dich habe ich eine besondere Überraschung. Der mich jagt hier. Ich dachte, du bist Bossy. Warum? Fährst du nicht einen Nissan? Nee, das ist ein BMW. Ach, deswegen riecht das so streng. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Mein Lichtfunke gesehen? Habe ich gesehen. Mann. Du kannst da nichts für, Martin. Es ist, es ist BMW.
Oh, geil! Guck mal! Die habe ich richtig gut gekriegt. Ich sag mal, 28,9 ist schon ein bisschen viel Druck, oder? Oh ja. Ja. Scheiße, Alter. Na, da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Na, jetzt können wir testen. Jetzt ist egal. Ich bin mal in meinen Augen. Nein, liebe Kinder, er geht nicht rauchen. Der bringt ein Ei für Ostern. Für nächstes Jahr oder was? Mir ist das egal. Ich werde ja bis dahin keine Fell anziehen, oder? Sonst halt eine Kiwi. Die war nicht ganz so schnell, aber erstmal gut rumgekommen. Ich lese gleich. Server ist von hier. Lass uns. Scheiße. Warte, Scheiße. Also unser Server für frei für alle. Also kann jeder mitfahren, wenn du willst. Ist auch immer echt gut besucht. Macht echt Spaß. Ja, was drauf sein, was ich mache. Also die erste Schikane, ich hasse die wie die Pest. Und die Bremspunkte sind völlig, ich glaube, viel zu früh manchmal. Oder einfach viel zu spät. Mann, 2-0 gefahren. Ich bin ja froh, dass ich die Zeit jetzt erstmal so erreicht habe schon. Jetzt will ich Kontinuität wieder reinkriegen. Nur. Und dann langsam wieder Stück für Stück rantasten. Komm ab. Komm ab. Ich mit meinem Kumpel Snow, wir machen das. Verstehst du da in der Schikane? You can park there. Entschuldigung, ich tippe eine SMS. Freiheit. Weißt du, der die ganze Zeit an der Bushaltestelle rumsteht, aber hier darfst du nicht mal eine Nachricht schreiben. Ich hab mich gerade neben dich gestellt, jetzt haust du ab.
Verspreche dir, wir machen das. Oh, Alter, ich habe so viele Probleme. Chris Cross, danke für deinen Resub im 35. Monat. Nee, 36. Dankeschön. Moin Moin auch. Also, wer hier mitfahren will, könnt ihr gerne machen. Das ist Server von Kanix und mir. Wir lassen das über den Discord vom Kanix TV laufen. Einfach reinkommen, Regeln bestätigen und auf das Rennauto klicken. Dann seht ihr im Discord auch schon den Racing-Bereich. Da kriegt ihr Serverdaten, Passwörter. Ihr könnt gerne ins Discord reinkommen mit einem vernünftigen Mikrofon, bitte. On Air heißt nur, dass jemand streamt. Könnt ihr trotzdem dazukommen und der, ja. Der Rest ist selbsterklärend. War eben zu Ende. Dann komme ich auch auf die Strecke. Nein, so haben wir gleich einen neuen Rekord. Also, es ist wirklich, also. So langsam weiß ich zumindest, was auf der Strecke passiert. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das richtig fahre. Christoph, moin, hi, sei gegrüßt. Und er badet eben, weißt du? Er will noch entspannen vorher. Leute, ich glaube, es ist soweit. Ich muss mich ausziehen obenrum. Juhu, Poolstream. Das war's mit der Erotik. Ich häng fest. Mensch, scheiße, geh weg. Was ist denn? Nicht mal das klappt. So. Jetzt können wir zu Sven gehen und sagen, jetzt, das ist alles haben wir gesehen jetzt heute schon. Sogar ein bisschen Erotik. Nichts nagisch machen, ey. Das geht so weit. Nee, ich komme hier in die Wechseljahre mit diesem Spiel. Das macht so viel Spaß. So, weiter geht das. Mal gucken, wie wir jetzt ausbremsen. Ich sehe meine eigenen Filter, ne? Und ich mache es trotzdem immer und immer wieder. Der schwitzt doch eh gleich wieder. Warum geht er denn erst baden? Das weiß ich auch nicht. Den jagen wir gleich erstmal richtig.
Gizmo ist da. Da wird so gut reingefahren. Diese mit der richtigen Musik werde ich auch viel ruhiger. Werde ich entspannter. Wer hört kein Ton? Hallo. Hallo. Porsche ist wie die Diva, hört man immer wieder. Ja, ich muss jetzt halt fahren, üben, ne? Dass das einfach reingeht. Zum Glück sind die Server heute Abend wieder da gewesen. Große Wort mit F, wie Sven geschrien hat. So. Na komm, ich lass vorbei, ich hab eh verkackt. Ach, da muss es gar nicht gepflügt werden. Das muss man mir vorher sagen. Scheiße! Alle ist nur einmal im Jahr. Verdammt, ey. Also wenn eine Runde scheiße läuft, dann läuft die auch richtig scheiße, ne? Da gibt's auch gar nichts zwischen. Da liegt auch Sperrholz mittlerweile rum, geil. Okay, das war nicht ganz so gut. Thank you.
bin so weit unten, ich sehe die ersten Zahlen gar nicht. Großes Bettchen, alles klar. Danke fürs Mitfahren. Okay, ich mach mal eben 2 Minuten Pause, bis besser ist. Die Birne mal wieder freikriegen. Du sie mir verfolgen? Aus Versehen Agrario getroffen. Sorry. Mission Schwund ist überall. Ich muss nicht mehr wohin. Der Spiegel oben in der Mitte, wie bekomme ich den? Weiß nicht, der war bei mir eingeschaltet. Alter, 5,6 Sekunden hinter Best. Du klapp mal den hinten. Alter, das ist heftig. Da kannst du aber einfach nicht mitspielen. Ich krieg nächste Woche Training. Ich mache wahrscheinlich so viele Fahrfehler noch. Und das kommt manchmal so auf diese Kleinigkeiten an, ne? Gerade das in die Kurve rein und das Richtige rauskommen, ne? Das ist bei mir immer noch so, da verzweifle ich. Aber irgendwann kann ich das. Ich fahre weiter. Den Spiegel wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man den mit Tastenkombination einschalten kann oder einfach eine Option. Also das ist bei mir Standard gewesen. Hier ist der Standard an. Ich wüsste auch nicht, dass man den irgendwie wegmachen kann. Wir brauchen einen Spiegel, kick! Brauch keinen Rückspiegel, fahren ja alle vor mir. Oh, scheiße, ne? Also ich würde jetzt gucke ich natürlich nach oben hin auf die grüne Zeit. Also mein Hirn funktioniert irgendwie noch anders. Konzentration. Boobies. Da merkt man das Alter. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Eigentlich sollte ich in einem Rennauto sitzen. Ich sollte im Dampflok sitzen und Kohlen schaufeln. Frag doch Paddy. Ah ne, siehst du, dann sollte ich auch noch einen Lappen. Ja, das geht danach bestimmt richtig gut. Vor allem mit dem Moin. Du brichst ja alle Handgelenke.
Hey, geradeaus geht viel schneller. Mann, Mann. Viel zu schnell, Alter. Wie ich mich immer mit mir selber ärgere, wie ich sehe. Also bin ich wenigstens entspannt. Ich fluch wirklich nicht mehr so viel. Siehst du? Musst du dir die Musik anmachen. Wieder eine schnellste Runde. Geht doch! Ich will nicht drüber reden. Ja, die haben die Markierungen hier alle weggenommen. Kann man doch nicht wissen, wo man lang muss. Jetzt habe ich das verstanden hier. Mann, manchmal bin ich auch strohdoof. Jetzt gemacht. Ja, ich hatte immer Probleme mit der zweiten Schikane, dass ich nicht weiß, wie ich da reinfahre. Jetzt habe ich es gemerkt. Ich kann ja quasi da rein bremsen. Also ich brauche ja gar nicht erst bremsen, dann lenken. Ich kann ja rein bremsen quasi. Ja. Ja, habe ich vorher nicht gemacht. Vorher bin ich voll in der Eisengang, Bremse gelöst, links rüber. Nee, das ist doof. So, aber ich habe jetzt auch noch 1,48 gefahren. Ich kann mir mal nachlesen. Ich finde die Abkürzung langsam. Welche Abkürzung? Doch, ich nicht. Er geht immer flügen. Aber ich bin noch 1,4 Sekunden hinter dem Scheiß.
Das war knapp. Richtig gut. Oh, ist doch wieder schön, wie viele Leute hier sind. Wenn wir eben raus sind, ne? Alles nur Schwitzer. Mhm. Die Probe raus. Wer holt einen Popel raus? Probe, oh, ah, diese kleinen Fahrfehlerchen. Der Urlaub ist hier ordentlich am Spritzen, ne? Ach nee, im Moment geht gerade gar nichts. Oh, der sieht mir gerade so an. Hat er einen ziehen lassen? Nee, ich bin mal kurz gedriftet nach der ersten. So, in der Rechtskurve nach der ersten. Ampel. Aber ey, bin nicht angeeckt. So, einen noch mal wieder im Chat Pause. Wer ist das denn? Vorsichtig, immer langsam, Junge. Junge, wo kommt der denn her? Seid ihr da? Ja. So, hallo, tschüss. Normalerweise war ich da so durch. Warum bin ich schnell unterwegs, der Junge? Scheiße. Jetzt war mein Kopf auch woanders. I won't kill you. Warst du das, Snapdisk? Richtig gut. Nee. Ah, scheiße, Alter. Mein Gott, was fand ich alle für Zeiten, ey. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der das Spiel nicht kann?
Und unter dir sind auch noch welche. Ja, das ist ja so ziemlich eine Zeit. Wenn es dich beruhigt, ich bin hinter dir. Martin, du fährst BMW. Gut, du scheinst einen sehr langsamen BMW zu fahren. Also guck mal, Tobi fährt anders mit dem BMW wie du scheinbar. Der ist auch Profi. Ja, Mann. Ich habe es nicht geschafft, dich abzuschießen. Wow! Kamerabirus, moin. Opa. Nervt das dieser Crazy Driver? Was hast du da? Entschuldigung, wie auch immer das gerade war. Ich habe irgendjemanden in der Lesmo abgeschossen. Nice, you have to try to drive a taxi. You're the fastest taxi driver ever. Mew! Oh. Also es ist schon, ich muss mich da hart drum konzentrieren. Aber mit der richtigen Musik fällt das leichter. Dann ist toll. Ich wollte dich gerade euch mit dem Milky Way gönnen. Ach komm, was soll's. Wir essen einfach mal ein. Das habe ich mir auch verdient. Schön ein weg, Schmackofatz. Oh, toll. Jetzt gibt's was zu essen, komm Vanessa. Hallo. Ihr kommt gerade in der Milky Way Pause. Danke für den Raid. Hat Liebe an dich und deinen Zuschauer. Der Brenner, boy. Ja, boy. McLuhan, boy. Ich mag keinen Schnicker. Dankeschön. Habt ihr schon fertig gespielt? Ja, kommt er doch. Warum? Moin, hi. Danke für den Shout. Wer kommt der Nächste? Der kann nix. Herzlich willkommen in meine Milky Way Pause. Sven, danke auch für deinen Raid. Dankeschön. Hallo Sven. Hab mir harten Milky Way verdient. Junge, Junge. Milky Way, ja? Weil ich so schnell gefahren bin. Dieses Moin. Dann dir danke für deinen Resub im 13. Monat. Dankeschön. Sven, ich habe rausgefunden, das liegt an der Musik. Ich muss die richtige Musik nehmen zum Fahren. Laura, hallo. Moin, moin. Nee, ich musste nicht fahren, muss ich Zucker haben. Ich merke das. Sonst fange ich an vom Schaum vom Mund und so. Nee, für mich läuft es gut. Ich habe jetzt schon dreimal meine Zeit verbessert. Zwar nur ein Tick, aber ich hab's ja auch schwer. Ich fahr ja kein BMW. Ich erkämpfe mir das ja noch richtig. Wow. Hast du das gehört, Tobi? Ich muss richtig arbeiten für meine Rundenzeiten. Ich fahr mal weiter. Es läuft sehr gut. Macht echt Spaß. Auch wieder richtig was los hier. Du machst Pause. Nee, ist auch vorbei. Ich hab mein Milchkäfig wieder drinne. Wie lange soll ich dann so ein Milchkäfig rumlutschen? Ich hab keine Zeit für Pause. Panzer, Schokolade und Abfahrt. Ich habe gehört, Vanessa, ich habe gehört, Milky Way Zucker ist ja nicht schlimm, aber gehört von Personen, die den Zucker einfach raussaugen können.
In der Küche. Ich will auch einen haben. So, nur war los. Oh geil, gut für mich gelaufen. Nicht so gut für mich gelaufen. Das können wir nachher unlockieren, kein Problem. Was mit mir? Milky Way und Zucker, kein Problem. Ich habe von Leuten gehört, die das da raussaugen können. Quasi die zuckerfreien. Warum nicht aus Milky Way? Mag ich nicht, das ist doch um den Zucker. Ist furchtbar. Selbst bei den Rennen musst du aufpassen, dass dir nicht einer den Teer links hier leer saugt. Kennt Olaf nix. Ach, fährt's nicht so gut, da ich mich ein bisschen verbremst. Ich fasse auf, was das ist wie Void. Dankeschön für die 15er Serie. Hast es ja noch geschafft. Mann, so eine Scheiße, Alter. Ah, Flausch, bist du wieder hinter mir? Nee, Männer. Wenn ich eine Runde mal ins Ziel bringen würde. Scheiße, Alter. Ich kann mich so nicht konzentrieren, wenn mir der Arsch juckt. Stift malt. Oh, so, besser. Meine Fresse.
Das sind keine Standbilder, das ist Ingo. Was? Was ist denn da los? Was heißt Standbilder? Wow, Alter. I don't know, Neftis, I tried. Wenn ich das runterstelle, dann das, geht das Auto doch weg. Oder? Ist das die Safety Configuration? I don't know. I can switch it. Zack. Zack, zack. Das ist die Frage. Ich kann es ja mal runterstellen. Ich habe gehört, dass die immer mit mehr unten. Ja, aber dann, der geht mir dann weg halt, ne? Ich weiß nicht, ob ich den fahren kann. Muss halt üben, ne? Ja, aber was ist denn besser? Wenn ich den schneller, wenn ich es runterdrehe? Ja, natürlich. Aber die Gefahr ist größer, dass dir das Auto hinten ausbricht. Na, ja, fassen wir uns doch mal ran. Da, nervt es hier. Eine Saudi. Nicht so schön. Die war auch nicht schön.
Scheiße, Alter. Dann geht er mir so weg. Wenn ich den Dreh raus habe, ja, ich habe Train. Drive. Mann. Willkommen, Muskelkater. Ja. Herzlich willkommen. Das kenne ich auch. Oh, alter Schwede. Erstmal eine Zeit setzt? Ja. Du, fährst du mit? Krass, warum fährst du denn da oben? Ich weiß, warum ich so lange kein Rennen gefahren bin. Ohne Schildkröten, die ich nach vorne schießen kann, ist das schwierig. Lauschi wird dir ja. Guck mal, wir gucken Olaf zu. Ich glaube, der pupst dich gleich an. Dein BMW ist langsamer wie seiner, kann das sein? Hilfe! War das Tobi? Ja. Nee, das war ich. Ach so, da fährst du BMW. Tja, Tobi, überleg dir das noch mal, ob du irgendwo mich coachen willst. Hast ja gesehen. Na, war da nicht ein kleines Fahrwählerchen? Stimmt. War ich die ganze Zeit. Und weg. Das ist krass, wie spät der Typ bremst, Alter. Du bist bei 100. That is, I have to watch. Der knallt da voll rüber über die Dinge, Alter. Wenn ich das mache, dann fliegt mein Auto 3 Meter hoch. Ja, der BMW kann das ja auch. Toll, meiner nicht. Aber ich glaube, der AMG kann das, glaube ich, auch. Den finde ich scheiße. Audi an, ja. Left is one time. We have to drive the BMW. Lucid is very faster, much faster than McLaren. So schnell wie die beiden da oben fahren, könnte man meinen, die haben noch was vor.
krass, wie weit er sich da raustreiben lässt, ne? Krass. Das ist ein Kerl, Alter, ey. Seh den heute noch bei 1,46. Echt heftig, Mann. Das Ding ist, er kann nur 1,46 fahren. Ich kann auch, aber ich will nicht. Du willst uns nicht gleich alle abziehen, sagst du? Ja, man muss ja langsam anfangen. Stell dir vor, ich bin jetzt neuer Fahrer, komm von Mario Kart und ziehe euch alle ab. Wie scheiße ist denn das für euch? Da mach ich mir Sorgen. Ich versuche es ja auch. Ich fliege jetzt mal voll über die Curbs drüber. Mal gucken, was mein Auto macht. Ich glaube, dein Auto wird wegfliegen. Du legst ab. Das werden wir sehen. Ich muss das testen. Ich muss das wissen. Aber lass das Lenkrad los. Okay, nächste Runde. Okay, nächste Runde. Mann, scheiße. Abgesoffen. Verdammt, Alter. Ja, der zieht mir den Arsch immer weg, wenn ich TC runter mache. Das ist scheiße. Ich kann das nicht. Das ist übrigens nur das Konto. Fahr mal erstmal die Strecke sicher, dass du eine gültige Zeit nach anderen fährst. Das ist aber auch eine schmierige Drecksau. Na, na, na. Ja, der ist so voll am Rutzigen. Und ich bin schon auf 3 wieder mit. Du musst auch so ein bisschen Gefühl im Gaspedal kriegen, ne? Okay, da kann man nicht drüber fahren. Jetzt weiß ich es auch. Ich wollte das nur mal gucken. Jetzt weiß ich, dass das nicht geht. Das ist doch in Ordnung. Neftis? You can't drive over the top Dinger, Blockaden, roten Dinger da. Wie heißt denn Grenzstein?
Order. So, na moin. Ah, oh, Alter, ey. Den Arsch kenne ich irgendwie, ne? Mein Gott. TC 4 oder 5, sonst schmierst du immer ab beim Gas geben. Ich will ja kein Gas geben. Aber ich muss ja Gas geben. Er macht das auch. Er macht das ja auch. Warum McLaren ist TC 4 am besten. 5 ist super gut. Bärspar, okay. Monty, moin, danke. Ich war auch auf 4. Und ABS? Was ist mit ABS? Leute, Alter, ey. Ich krieg noch einen Föhn, krieg ich noch. Aber ich hab ja den Willen, ich will das ja schaffen, ne? Das kommt auch noch. Das dauert halt nur seine Zeit, mein Gott. Koop! Ist das? Achso! Ha! Ja, das ist richtig, Kevin kann ja besetzen. Für 9, ne? Ist Server für alle. Jeder kann mitfahren, wer Bock hat. Wenn ihr welche kennt, die das spielen und sehr langsam sind, sind die auch herzlich willkommen. Die müssen nur langsamer sein als Ingi. Das wäre toll. Das ist die neueste Voraussetzung, oder was? Rummeln war gestern. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, das war mein Fehler. Zieh ich Nebelschluss, den bremse ich aus. Sorgentyp, pass auf, sei froh, dass du auf der falschen Weserseite wohnst. Oh, so verdammte Scheiß, blödes, pickeliges irgendwas. Das finde ich jetzt aber nicht so. Finde ich jetzt nicht so nett von dir auch hier. Jetzt erstmal Licht für Freundchen. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum er sich da querstellen wollte. Alles gut. Ich gebe cool, wieder dann auch wieder zurück auf die. Gib einen guten Trick für tiefe TC. Ich sehe, nee. Bei denen sieht man super. Ich bin völlig neu. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Bin ganz neu. Muss dazu sagen, Icy ist ein ACC-Spieler, der hat eine Behinderung. Der schaltet mit Kopfbewegung, also wenn er hoch den Kopf nach oben nickt, dann schaltet er hoch. Wenn er den Kopf nach unten nickt, dann schaltet er runter. TC und all so ein Kram macht er alles über Sprachsteuerung. Bremsen tut er zum Beispiel mit der Leertaste und Lenken tut er mit der Maus. Oha. Ja, also und der ist echt gut, der Fahrer, muss ich sagen. Aber ob man bei ihm jetzt so viel abgucken kann, ist schwierig, ne? Weil er ein komplett anderes Setup hat als. Ja. Weil er keinen Lenkrad hat. Hinter mir kommt ein Frosch. Ich muss immer fahren. Das ist für mich so. Ich muss, wie du sagst, erstmal schon die Strecke. Das ist dann erstmal schon. Wie ich zum Beispiel weiß, was auf mich zukommt halt.
Das ist, wie gesagt, immer das Wichtigste. Fahren, fahren, fahren. Lass dich ruhig. Ich bin wirklich ganz neu hier in diesem Spiel. Die haben einfach eines Tages hat irgendeiner gesagt, kauf dir mal einen Moser und das Spiel, dann geht's los. Ja, hab ich's gemacht. Nein. Oh, brauch ich eine neue Wiebe? Ist jetzt gezuckt? War das Clipping? Engel, du musst wohl die... Scheiße, Mann, scheiße. 21er haben, ne? Ja, ich hab jetzt gesagt, das nützt nichts. Ich wurde schon gewarnt. Die F5 ist zu wenig. Weit zu früh gebremst. Dreh sie mal nicht so rum, ne? Ich hab Zeit. Gut, Ding will Weile haben.
Ich fahre eigentlich wie Tobi, nur langsamer. Geilste Aussage ever, ey. Ich fahre wie Tobi, nur langsamer. Nur langsamer. Ja, einen gewissen Alter braucht man, das hat man nicht so eilig. Stimmt. Wieder schnellste Runde. Siehst du, das geht schon. Tick für Tick. Ja. Wird ja schon mal 1,52. Oh, guck dir das an, ein Traum. Fast eine Sekunde schneller dadurch. Mensch. Scheißkiste! Mann! Mann! Ah. Ne. Das macht echt Spaß, das Spiel. Du hast mich eben aufgehalten? Lalle? Wo ist Lalle? Mann! 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 Die kann man gucken. Die ist wieder gut gelaufen eben. Ja, ich habe Setups. Aber ich taste mich da mal so Stück für Stück noch ran. Ich saug so alles auf, ne? Das Eindenken klappt auch mit... Also bist du doch ein Lappen. Nee, das ist ein Saugroboter oder so. Nee, Tipps sind immer gut. Tipps immer danke. So viel Spaß noch. Jo, Kevin, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Es wird ja besser. Stück für Stück. Ich muss mich da rantasten. Irgendwann macht das Klick und dann weiß ich das. Den Rest macht Tobi. Ich meine, ist ja auch sein Ruf, ne? Ich kann immer sagen, ich habe bei Tobi gelernt. Wenn ich den ganz hinten fahre, ist das ja für ihn auch nicht gut, ne? Aber ich will ihn nicht unter Druck setzen. Würde dir nie einfallen, ne? Mann ja nur. So nächste Woche, oh, ich bin krank, ich habe doch keine Zeit. Ganz komische Geschichte. Na, das, mein Vorteil ist, ich beiß mich fest. Mir macht das ja Spaß. Ich will das aber auch hinkriegen. Und wenn ich da 20.000 Kilometer drauf eiern muss. Gut, okay, vielleicht kann LS ein bisschen zurückgeschraubt werden dann. Aber hey, ihr seht ja, es muss ja sein. Mir fehlt ja wirklich Übung. Also morgen dann von 10.30 Uhr bis 11 Uhr LS, danach dann hier weiter. Wir wollen nur eben schnell die Tür verdonnen, dann machen wir hier weiter. Nicht, dass die Amphi hier noch drunter leiden. Ja, macht schon Spaß, muss ich sagen. Das ist schon... Oh, krass! Wir streamen ja schon über 2 Stunden. Wo ist denn die Zeit hin? Wir haben doch gerade erst angefangen. Junge! Kann ich mal einen rauchen? Ja, danke. Kurz Pause machen, dann geht's wieder rund. Ja! Ja! Dann muss ich auch runter. Ach nee, ich muss morgen. Oh, nee, nach dem Stream muss ich morgen noch kurz weg. Ingo, daran siehst du mal, wenn du hochkonzentriert bist und so die Zeit vergeht, ne? Ja,
das ist so. Ja, normalerweise bin ich nach 2 Stunden so wirklich, bin ich durch. Aber hier merkst du das gar nicht. Nee. Ganz schlimm. Das macht ja auch Spaß. Und dann wird, ich will mich ja auch verbessern, ne? Dann überlegst du wirklich Sinn. Aber so wie Tobi fährt, geht ja gar nicht. Man kann da nicht rüberfahren. Oder hat er seinen BMW höher gelegt? Ich glaube, sein BMW ist von Grund auf höher. Ja. Da! Das hätten wir vielleicht lieber ausblenden können. Das wollen wir nicht gucken. Ah. Oh, wir gucken mal Olaf zu. Das ist gut. Wir gucken mal bei Olaf zu, aber fühle ich jetzt nicht irgendwie unter Druck gesetzt. Wir wollen mal gucken, was er für gute Zeiten fährt. Ich fahre gleich auch noch, aber ich muss jetzt mal eben 5 Minuten... Wo wollen wir gucken? So? Findet ihr das Gas nicht? Dein Auto ist schmutzig hinten. Wer sollte man waschen? Sein Auto ist gedrosselt. Oh. Warum hat er das Alter noch nicht, dass er offen fahren darf? Olaf, ich glaube, wir reden über dich. Aber konzentrier dich. Also Probezeit raus oder so. Blöde Frage, habt ihr hier nicht die BOP drauf? Nee. Haben wir nicht. Sollten wir das? Ich habe keine Ahnung davon. Also ich weiß, was das ist, aber ich weiß nicht, ob man es jetzt so haben muss oder möchte. Bei mir ist es eigentlich egal. Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Der eine möchte das, andere nicht. Mir ist das nur eine Frage. Markus, moin. Und danke für den Resub im 57. Monat. Dankeschön. Wir gucken gerade Olaf zu, wie er fährt. Aber irgendwo, wenn man eine andere Frage, du hast das Nordschleifen DLC, ne? Ich habe alles. Also ich habe alle DLCs. Was ist hier mit? Ich habe alles gekauft. Fluffy und mit Panda? Ja. Habe ich. Ja. Ich nicht. Lösche. Ja, was ist, kann ja noch werden. Ich habe Moser Lenkrad. Stimmt, er muss jetzt wie ich auch nur Suppe gibt's jetzt. Oh, ganz schön dünne Suppe, wa? Was willst du machen? Ah, dafür können wir fahren. Ja, klar. Oh, oh, da, jetzt dreht er sich. Ha! Zack, Kleinholz. Und dort Bumse macht und unten ist er. Jetzt rastet er gleich aus. Wir hören ihn noch nicht, aber er rastet gleich aus. Jetzt fährt er da auch nochmal gegen. Tom. Jetzt flippt er richtig aus. Alles. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich fahre jetzt ganz in Ruhe weiter. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn er über mich redet. Das ist total locker hier. Dann bei Moser erstmal einreichen. Jetzt dachte ich, euer Lenkrad ist kaputt. Das hat voll die Druckstellen. Ja, ich glaube, ich brauche die größere Wheelbase. Der klippt hier ab und. Ja, ja, richtig, Sven. Wir merken Clipping. Ich könnte dir meine R5 geben, wenn du magst. Für dich reicht's vielleicht. Ja, wir helfen uns gegenseitig. Muss der eigentlich mal eine Pause oder was? Der kann doch morgen ein paar Runden fahren. Der macht Pause. Der ist unter Stress. Der ist mit der Ente durch die Gegend geflogen. Der hat völlig gestresst, der Kerl. Ne? Ja, morgen machen alle bestimmt wieder. Morgen ist Sonntag. Wenn ich das gehört habe oder so, dann wollte er doch morgen irgendwie fahren oder so. Ist heimlich heute Vormittag oder gefahren. Bin ich einmal raufgekommen, da war auch drauf.
Jetzt aber, Olaf, reiß sie zusammen, die gucken dir alle zu. Ja, aber wirklich, es kommt aber auf nichts drauf an, wirklich. Alle 12.000 Leute. Guck mal, deswegen fährt der so komisch, sein Wischer, der flattert immer so ab 100. Aus BMW, glaube ich. Flapp, 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 flapp. Man hört das richtig. Was macht Olaf da? Rennt er barfuß? Flapp, 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 flapp. Jetzt lass ihn konzentrieren. Morgen ist auch gesagt, ja, ich muss morgen nach Mainstream, muss ich nur kurz Mittag essen und dann kurz weg eine Fritzbox anschließen. Dann bin ich auch schon wieder da. Also bist du morgen Abend wieder da? Nee, das ist ohne Eindring, das ist nur Telefon. Ich muss eigentlich nur anklemmen. Weißt du, was für Oma? Eigentlich nicht wäre, ne? Für Oma, weißt du, 96 Jahre. Was muss ich wohin stecken? Ey, komm, lass stecken, ich mach. Tja, fass einfach nichts an. Und dann gibt's noch Kaffee und Kuchen und. Nee, ja? Haben wir schon gesagt, ja, keine Zeit. Bin ja im Rennlager. Oh, verkackt. Oh, Entschuldigung. Ich meine, kann ja passieren. Passiert mir auch ständig. Fühle ich aber nicht unter Druck gesetzt. Und schon wieder verkackt. Moment, ich sehe. Ich bin ein Veganer, ey. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, der rammt dich! Schnell rechts rüber, hart Steuerbord. Also Fabio, komm, zieh hinten rein. Mach Lichthupe, Olaf. Lichthupe, du musst Lichthupe geben, Mensch. Dann fährst du schneller. Lichthupe und jetzt fahr ich voll rein. Was überholt er dich auch? Na, na, nee. Nee, bitte dreh dich nicht. Ach, na gut, dreh dich. Oh, richtig Pirouette, Alter. Nee, den kannst du ja auch gegenlenken oder auch nicht, ey. Du musst vom Gas gehen. Wenn er hinten weggeht, ist vorbei. Da ist hinten keine Lenkung. Ah, ah. Jetzt würde ich wieder hören. Warning, slow car on a Fahrbahn. Das Was rot! Again! Achso, ist Olaf wieder unterwegs. Aber der hat auch eine bessere Zeit wie ich. Vielleicht soll ich auch BMW fahren. Aber Inge, du fragtest doch wegen diesen ganzen Programmen, ne? So wie Crew Chief und sowas, ne? Ja, ich hab so ein paar Seiten schon mal geguckt und gelesen und sowas, aber ich hab keine Ahnung. Also Tobi hat bei sich einen Discord, glaube ich. Also ich komme da halt immer mehr rein, ich kann mit immer mehr Begriffen und sowas alles, ich hab dann gar keine Ahnung gehabt, ne? Nee, Thomas, nee, der hat ja auch schon viel verraten und aufgeklärt. Ja, oh komm, Leute, es nützt nichts. Ich muss auch noch mal fahren. Cool. Olaf, machst du gerade eine schnelle Runde? Ja. Oh, dann warten wir noch. Dann dreht er sich gleich wieder. Ich weiß nicht, wenn... Ich weiß nicht, wenn ihr bei Tobi auf dem Discord, wenn ihr da guckt, da steht irgendwas mit ACC Tools. Da steht alles drin. Okay, ich guck mir das mal an. Ansonsten Tobi mal selber fragen. Ich habe das Gefühl, der wird mir nächste Woche ganz viel erzählen. Naja, aber der kann auch viel erklären. Und zwar nicht mal schlecht erklären. Ich sehe schon. Nachher liegen wir uns beide weinend in der Arme. Das ist zu viel, das hat keinen Zweck. Kannst rausfahren, diese Runde ist ungültig. Ja, ich wollte es Ihnen jetzt nicht vorhalten, ich wollte extra noch warten. Bis jetzt, okay. Siehste, ich sag doch, er dreht sich. Ha, da enttäuscht er nicht. Ja, oder ich gucke jetzt, komm, ich fahre jetzt selber, ich lasse ihn in Ruhe. Alles gut. Ist in Ordnung. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht. Manchmal braucht man einfach Pause. Was? Achso. Irgendwie fuhr er. Vielleicht haben die Dreher ihn kaputt. Na, ist doch mal so, wenn du dich drehst oder so, ne, dann grillst du natürlich deine Reifen. Ne? Ja. Das klappt jetzt ja schon viel besser wie zu Anfang. Also damit bin ich zufrieden heute erstmal.
Treffer da. Mann! Wie sich das auch überhaupt nicht aufhört zu drehen, ne?
Nee, habe ich das Schild schon wieder nicht gesehen. Ich glaube, man soll das auch vielleicht gut sein lassen für heute. Irgendwann ist die Birne auch weg. Aber schön war es wieder. Dann spielt keiner mehr Rennen. Leute, den Stream mache ich aus. Das war's für heute. Muss auch mal gut sein. Aber hat Spaß gemacht. Ich sage vielen lieben Dank fürs mit dabei sein, mitmachen, Spaß haben, Leute. Sucht euch, wenn ihr wollt, noch einen schönen Stream. Ich mache einfach aus und dann, so viel ihr wollt, morgen um 10.30 Uhr geht's dann weiter mit ein bisschen LS. Und irgendwann nachmittags sind wir wieder auf der Rennbahn. Nicht? Also immer die Kanäle im Auge behalten. In diesem Sinne, Bock out. Tschüss. Tschüss. Rocks DJ, danke noch für den Follow. Tschüss. Morgen.